Het was niet mijn intentie om te schwetsen, maar het was wel lovelijk interessant. Dan denkt men dan, Martin Hansen, dat is toch zo'n tweede keer, wat ik noemde. Als dat Martin Hansen ook geschwert heeft, dan wilde ik even een paar woorden zeggen. Die motie die had mij al 11 oktober aan de Chamber deponeerd gehoord. Dat is dat we eigenlijk stemmels aan deze situatie als er werd hadden, dat ging direct over afgestemd gaan. Dat was in dat blik niet de geval, want andere chancen ongekundigd gezien, zodat die motie hier aan deze vorm, nu moet met dem Hintergrund in der Sicht gehen. Und ich muss sagen, dass ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass die Regierung sich an ihrem Plan nicht nur inspirieren gelassen hat von der Motion von Herrn Lucien Welter, sondern auch von dieser ADR-Proposition, die als Motion schon seit dem Oktober um dich lädt. Und es sind eine Reihe Punkte, von denen ich unholen, dass sie ein Effekt hatten, dass das Lützburger Spruch an der EU als Amtsspruch am Sinn von der Decision vom 13. Juni 2005 fehlen, dass etwas, was wir hier ganz konkret proposiert hatten, Lützburg an der Europaschule, an der Privatschule, an ausländische Schulen zu Lützburg zu unterstützen. Auch da fanden wir Spuren am Aktionsplan von der Regierung. Da wurden die Sprachkuren, aber die Kuren über Lützburger Kultur konsequent und nachhaltig weiter ausbauen. Das sind Beispiele oder auch ein bisschen wie weit konkrete Möglichkeiten für Lützburg zu lehren, das findet sich rum an einer Referenz auf den Congé Linguistik an die Propositionen von der Regierung. In dem Sinn denken wir, dass diese Motion auch schon hier einen Effekt hat, dass sie dazu beigedrungen hat, an der Regierung, an den Parteien, den Reflexionsprozess führen zu bringen. Und in dem Sinn, meine ich, als sie noch einmal aktuell hat sich bewährt und sie froh, dass wir heute auch dann können darüber aufstimmen.